Was zuletzt geschah. Vollriegel und Scheinux machten sich gemeinsam auf die Reise zurück nach Silberdorf. Als sie schließlich ein Nachtlager aufschlugen, kam es zu einem Gespräch zwischen Vollriegel und seinem inneren Wesen, welches sich wahrlich als Weltenrichter oder besser bekannt als Determination herausstellte. Nachdem in diesem Gespräch einige wichtige Fakten ans Licht kamen, begaben sich Scheinux und Vollriegel zur Ruhe, bis diese durch einen Angriff gebrochen wurde. Lord Ecke hatte die beiden gefunden und sah sich bestätigt darin, dass sie Verräter seien. Doch der Weltenrichter selbst wusste, wie er Lord Ecke überzeugen konnte. Durch seine bloße Anwesenheit. Denn schließlich war sie ein fester Teil einer Seele. Ein Teil von Günthers Seele. Vollriegels Vergangenheit lag nun offen. Dieses Pokémon ist niemand anderes als Günther höchstpersönlich. Kapitel 9. Wieder vereint. In einem Punkt verhielt sich Lord Ecke jedoch noch wie zuvor, wobei es wohl eher daran lag, dass er die Lage sofort mit allen besprechen wollte. Er bestand darauf, nicht mehr zu warten und sofort zurück nach Silberdorf zu reisen. Wir liefen eine Weile. Scheinux war noch sehr wackelig unterwegs. Offensichtlich hatte er nach all der Zeit, die er gefangen und angekettet gewesen war, Probleme, sich wieder ans Laufen zu gewöhnen. Kombiniert mit der Dunkelheit, die er aufgrund der Fackeln in der Grotte auch seit Monaten nicht gesehen hat, sorgte dies für ein grundlangsames Tempo. Doch irgendwann kamen wir an. Wir sollten uns vielleicht erst noch etwas ausruhen und den anderen ihren Schlaf lassen. Es wäre vermutlich für uns alle das Beste. In seiner Aufregung schien Lord Ecke mir kein bisschen zuzuhören. Aufwachen! Es gibt wichtige Neuigkeiten! Es dauerte einen Moment, bis jemand aus einem der Häuser kam. Es war Latias, was mich ehrlich gesagt nicht überraschte. Sie wirkte nicht erfreut über den Weckruf. Es ist mitten in der Nacht, Lord Ecke. Wenn es nicht wirklich wichtig ist, dann... Sie schien mich und Scheinux zu entdecken und stoppte ihren Satz, bevor sie auf den Dorfplatz kam. Teilweise beschwerten sich ein paar der normalen Bewohner, doch nach und nach trafen alle Teammitglieder auf dem Platz ein. Alle wirkten ziemlich durch den Wind und waren erstaunt, mich und Scheinux zu sehen. Die Pokémon aus der anderen Welt, die Lord Ecke so oft Kinder nannte, obwohl sie dies inzwischen wirklich nicht mehr waren, wirkten vor allem erstaunt. Bulbi wirkte von allen Anwesenden am wachesten und hing mit ihrem Blick vollkommen an Scheinux. Dem Betroffenen, der noch neben mir in der Mitte der Versammlung stand, ging es nicht anders. Als schließlich Latios als letzter eintraf, eröffnete Latias die Versammlung. Also gut, ihr habt alle, denke ich, mitbekommen, dass Lord Ecke uns hier versammelt hat. Und er ist nicht alleine gekommen, also erzähl schon, wo hast du die beiden erwischt? Dann besprechen wir, was mit ihnen passiert. Gar nichts passiert mit ihnen. Latias wirkte sehr erstaunt. Warte, was? Du verteidigst die beiden? Als du auf die Suche gegangen bist, hatte ich schon Angst, dass du sie findest, weil ich damit gerechnet hatte, dass keiner der beiden es überleben würde. Bulbi wirkte sehr ungeduldig. Was denn jetzt passiert? Komm schon, erzähl endlich! Ich denke, ihr beiden fangt selbst an, Scheinux und... Vollriegel. Erzählt, was passiert ist, bevor ich euch getroffen habe. Und so begann ich. Ich setzte an dem Morgen an, an dem ich mich entschieden hatte, alleine aufzubrechen. Als ich beim Beschaffen meiner Ausrüstung war, stoppte mich Lord Ecke. Warte, also warst das doch du mit dem verschwundenen Geld? Ja, aber nur das Geld und ich zahl's dir irgendwann zurück, ich verspreche es. Aber ich dachte mir, dass die Ausrüstung wichtiger wäre. Er nahm es relativ gelassen. Nun gut, weiter. Ich erzählte von meinem Aufbruch und vom Lauschen. Also hatte ich doch recht, ich sagte euch doch, dass wir belauscht wurden. Ich fuhr fort mit meiner Verfolgung und dem Hausbrand. Latias schaltete sich ein. Also behauptest du, es wäre ein Doppelgänger gewesen? Wie auch bei Scheinux? Ja, es war so, dazu komme ich gleich. Die weitere Jagd und die unterirdische Höhle. Scheinux stoppte mich.
Ab hier mache ich weiter. Der Doppelgänger, der uns beide nachgeahmt hatte, war nämlich ein Zoroark. In der Nacht, in der ich verschwunden bin, hat er zum ersten Mal zugeschlagen. Ich bin durch ein seltsames Geräusch aufgewacht und wollte gucken, was es war. Dabei hat er mich überwältigt und entführt. Er hat mich in die Höhle gesperrt, um ungestört unter meinem Namen anderen zu schaden. Gestern ist jedoch dann Günther gekommen. Das Zoroark hatte ihn nur leider bemerkt. Er wurde von Lord Ecke mit einer Frage unterbrochen. Stimmt, das habe ich von vornherein nicht verstanden. Warum hat das Zoroark das getan? Es arbeitet ja logischerweise nicht mehr für die dunkle Macht. Nun war es an der Zeit, dass auch ich etwas Neues erfuhr. Dass die dunkle Macht nicht mehr existiert, heißt nicht, dass die dunkle Welt ohne Herrscher ist. Sie haben immer noch die drei Wächter und natürlich vor allem deren Anführer. Darkrai, heißt das, dieser Gewissenlose steckt dahinter? Ja, das Zoroark war zum Glück nicht sehr schlau. Es hat sich benommen wie ein schlechter Filmbösewicht. Immer wieder hat es mir den tollen Masterplan erklärt. Aber vorher sollten wir kurz die Erklärung beenden. Und so erzählte Shinnok alles, was geschehen war. Bis zu dem Punkt, an dem wir in Silberdorf ankamen. Latios analysierte, was wir erzählt hatten. Nun, wenn ihr die Wahrheit sagt, dann hieße das, dass ihr beide unschuldig seid. Und du, Feurigel, wärst wirklich Günther? Lord Ecke, stimmt, was Shinnok gesagt hat? Er bestätigte. Vor meiner Ankunft kann ich nichts garantieren, aber die ganze Sache mit der Determination ist wahr. Wie aufs Kommando ertönte eine Stimme in meinem Kopf. Wir brauchen Beweise. Hieb- und stichfeste Beweise, wenn du verstehst. Ich verstand und gab die Kontrolle kurz ab. Sofort hörte ich die Stimme der Essenz, die durch die Nacht schallte. Wollt ihr alle etwa noch einen Live-Auftritt? Ihr habt mich doch bestimmt vermisst. Die Versammelten, abzüglich Lord Ecke und Shinnok, erschraken. Von einem entfernten Haus konnte man ein leises »Ruhe, verdammt, ich will schlafen« vernehmen. Also habt ihr es kapiert oder soll ich noch eine Schaueinlage machen? Ich übernahm die Kontrolle wieder. Nein, sollst du nicht. Ah, Spielverderber. Alle starrten mich für einen Moment an, bis Latias das Wort wieder übernahm. Nun, damit ist die Sachlage besprochen. Mein Vorschlag ist, wir glauben, was die beiden erzählt haben und kümmern uns darum, Günthers Erinnerung aufzufrischen. Ist jemand gegen diesen Vorschlag? Auf einmal starrten beinahe alle Lord Ecke an. Dieser wirkte etwas genervt. Jetzt kommt, wenn ich ihnen nicht glauben würde, wären sie jetzt nicht hier, also bitte. Gut, somit ist es einstimmig beschlossen. Willkommen zurück an euch beide, Günther und Shinnok. Die Freude war bei allen riesig. Jeder Einzelne freute sich, niemand wirkte schlecht gelaunt. Selbst Lord Ecke war glücklich. Wie bereits zu erwarten, waren Shinnok und Bulbi jedoch am glücklichsten. Nach ein paar wortlosen Minuten sprach Bulbi mich an. Danke, Günther, du weißt nicht, wie viel es mir bedeutet, Shinnok zurückzuhaben. Ohne dich hätten wir wahrscheinlich einfach aufgegeben. Vielen, vielen Dank. Ich war etwas verlegen. Es war nun mal meine Pflicht, ich wollte helfen. Eben, wir hatten aufgegeben und du hast weitergekämpft. Danke, dass du unseren Freund gerettet hast. Ich bemerkte Latias, die relativ am Rand der Gruppe stand. Auch sie wirkte glücklich. Sie begann wieder mit uns allen zu sprechen. Nun gut, es ist schön zu sehen, dass endlich wieder Einklang in unserer Gruppe herrscht. Ich denke, die meisten von uns hatten einen harten Tag hinter sich. Wir sollten uns noch die letzten möglichen Stunden Nachtruhe gönnen. Morgen früh treffen wir uns noch einmal, um die letzten Dinge zu besprechen. Jeder schien einverstanden, auch ich. Doch im nächsten Moment fiel mir ein kleines Problem auf. Wo kann ich schlafen? Das Haus, in dem ich gewohnt hatte, ist ja nicht mehr ganz bewohnbar. Bevor Latias antworten konnte, übernahm Lord Ecke. Du kannst bei mir unterkommen. Das Zimmer, in dem du immer gewohnt hast, ist immer noch gleich. Ich hab's immer ordentlich gehalten, weil ich wusste, dass du zurückkehren wirst. Die ersten Sonnenstrahlen wärmten den Hauptplatz des Dorfes. Der nächste Morgen war inzwischen angebrochen. Beinahe die gesamte Gruppe war bereits auf dem Platz versammelt. Nur zwei Pokémon fehlten noch. Jedoch hatte es keiner wirklich eilig. Wir redeten nur, um die Zeit zu überbrücken. Die meiste Zeit verbrachten wir damit, dass die anderen mir Geschichten von meinen früheren Abenteuern erzählten. Wir alle hofften, dass ich vielleicht dadurch die eine oder andere Erinnerung in meinem Unterbewusstsein finden würde. Doch leider vergeblich. Auch Chelast, Eevee und Seemobs erzählten eifrig, was in ihrer Welt vorgefallen war.
Zwar war klar, dass ich dadurch keine Erinnerungen zurückerhalten würde, aber trotzdem fand ich es interessant zu hören, was geschehen war. Auch Hydropi, Latias, Latios und Lord Ecke schien einige Details noch nicht zu kennen. Ich bin ehrlich, ich persönlich fand, dass sich das Abenteuer dieser Gruppe mit Abstand am spannendsten von allen anhörte. Es wirkte wirklich wie ein Abenteuer. Es war nicht wie die anderen Reisen, bei denen man die Verzweiflung, Schmerzen und die Finsternis bereits beim Zuhören spüren konnte. Es dauerte ein wenig bis zum Kampf gegen Groudon, bis auch die beiden Hauptakteure der Erzählung endlich zu uns stießen. Shinnok wirkte ziemlich außer Atem. Entschuldigung, dass wir so spät sind, ich... Bulbi setzte den Satz für ihn fort. Shinnok hat geschlafen wie ein Stein. Ich habe geschlagene 20 Minuten gebraucht, um ihn endlich wach zu bekommen. Shinnok wirkte etwas beschämt, während alle anderen herzlich darüber lachten. Es war so sehr spürbar, dass die Rückkehr von mir und Shinnok die Atmosphäre in diesem Team immens gebessert hatte. Also, jetzt wo alle wach sind, können wir ja loslegen. Bevor wir irgendwelche Pläne machen, erst einmal der wichtigste Part. Wir müssen die Pläne des Feindes kennen. Shinnok, erzähl uns von Darkreis Plan. Er atmete tief durch. Also gut, ich weiß leider nicht jedes Detail, da auch das Sorok nicht alles von Darkreis Plan wusste. Das Problem ist, auch wenn Günther mich gerettet hat, irgendwie hat Darkreis Plan doch funktioniert. Meine Entführung war hauptsächlich als Ablenkung gedacht. Um Zeit zu schinden, während ihr alle nach mir gesucht habt, hat er seine Armee gebaut. Armee? Dacke hat eine Armee? Heißt das etwa, dass er in den Krieg ziehen will? Ja, aber es ist anders, als es klingt. Seine Armee ist nicht gedacht, um diese Welt anzugreifen. Der Krieg läuft bereits, aber in einem anderen Weltenbaum. In einer völlig anderen Welt. Latios wirkte geschockt. Ein anderer Weltenbaum? Und Dacre zieht in den Krieg? Er ist doch nicht... Weißt du, in welche Welt er gereist ist? Naja, das Sorok hatte zumindest irgendwas von Menschen erzählt oder sowas. Latias wirkte nicht glücklich über diese Aussage. Das heißt, er ist wirklich in die Welt der Menschen gereist. Es ist, wie ich es befürchtet habe. Warum, was ist denn daran so schlimm? Naja, ich halte mich gerne informiert, auch über andere Welten. Und ich habe gehört, dass neulich Menschen ein ihnen unbekanntes Wesen gefunden haben. Es hat anscheinend unfassbare Kräfte. Und ich denke, dass Darkreis sich vielleicht mit diesem Wesen verbünden will. Stimmt das, Shinnok? Anders als erwartet wirkte Shinnok eher erstaunt von Latias Aussage. Davon hat Sorok nichts gesagt. Er hat hier irgendwas von einer unfassbaren Kraft geredet, aber nicht von einem Wesen. Und Darkreis will sich diese Kraft einverleiben, die Kraft der Menschen. Und da wäre noch etwas, wegen seiner Armee. Wie groß ist sie? Viele werden sich ihm doch nicht angeschlossen haben. Die Pokémon hier kennen ihn. Shinnok war kurz still. Ja, das tun sie. Aber nicht die aus den anderen Welten. Darkrai hat in jeder einzelnen Welt unseres Weltenbaumes Pforten in die Menschenwelt geöffnet. Und die Pokémon, die ihm folgen, denen hat er die Menschenwelt versprochen, sobald sein Ziel erfüllt ist. Seine Armee umfasst aber Tausende. Wir alle wurden still. Shinnok wirkte relativ niedergeschlagen. Jedoch atmete er einmal tief durch und sprach weiter. Er wirkte bereits deutlich entschlossener. Aber es ist nichts verloren. Er hat die Pforten geöffnet und somit sind auch andere Pokémon in die Welt der Menschen gelangt. Pokémon aus allen Welten, die sich gegen Darkreis stellen. Sie haben sich mit den Menschen verbündet. Und deswegen tobt jetzt ein Krieg. Darkreis Armee der Finsternis kämpft gegen die Pokémon, die sich den Menschen angeschlossen haben. Und diese Menschen... Trainer nennen sie sich, laut dem Sorok. Diese Botschaft verbesserte unseren Mut immens. Lord Ecke machte seine Ansage. Dann haben wir eine Chance. Wir müssen in die Welt der Menschen und dort Darkreis Armee zerschlagen. Aber wir können noch nicht abreisen. Chelast wirkte ähnlich verwirrt wie die meisten von uns. Aber warum nicht? Ist es nicht eindeutig? Wir kennen uns nicht in der Menschenwelt aus. Wir müssen jemand Erfahrenen auf unserer Seite haben. Einen Menschen. Einen Menschen, der sich sowohl mit Menschen und Pokémon auskennt. Wir machen es so. Ich und Günther werden zusammen nach Schatzstadt reisen. Wenn wir seine Erinnerung irgendwo finden, dann dort. Wenn er sich wieder an alles erinnert, ist er derjenige, der uns im Krieg führen kann. Als Mensch und Pokémon. Die anderen könnt euch so lange ausruhen. Irgendjemand etwas einzuwenden?
Lord Eckes Idee machte viel Sinn, doch Bulbi hatte tatsächlich einen Einwand, aber eher einen der unerwarteten Art. Die Idee ist an sich super, nur könnten wir nicht mitkommen? Wir haben Schatzstadt noch nie gesehen und es wäre eine tolle Gelegenheit. All die Abenteurer aus der anderen Welt stimmten zu. An Lord Eckes Stelle antwortete Latias. Ich finde, es ist eine gute Idee. Lord Ecke, du sagtest gerade selber, dass wir uns ausruhen sollten. Damit hast du recht. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir alle zusammen nach Schatzstadt reisen und dort Urlaub machen. Nebenbei suchen wir nach Günthers Erinnerung. Wer ist dafür? Beinahe alle schienen von dem Vorschlag begeistert. Lord Ecke war zwar nicht so überschwänglich, aber auch da er etwas überrascht war. Doch er schien nichts dagegen zu haben. Somit war es entschieden. Unser Team würde am nächsten Morgen in den wohlverdienten Urlaub aufbrechen und danach in den Krieg.